und herzlich willkommen zur Rückrunde zwischen Bazooka Joe und Deso. Ich sehe gerade, ich habe hier oben noch gar keinen Punkt gemacht. So, jetzt haben wir 1:0 für Deso. Ja, wir haben die Steppe und ja, mit dabei ist wieder der Pumpkin. Ja, sehr gerne. Die erste Runde war schon ein cooles Match. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Steppe finde ich auch echt eine coole Map, ehrlich gesagt. Ich habe da mal, die war ja auch, als das Spiel gerade rauskam, als DE gerade rauskam, irgendwie schon in der Verlosung. Und da hat Hera die ständig gespielt. Und da habe ich mir einen Tipp verinnerlicht. Wenn man am Anfang die Bären sieht, sofort das DC an die Bären klatschen. Wenn man die Bären nicht sieht, sofort das DC einfach an den klatschen, wo man steht. Beide haben das DC direkt gebaut. Bazooka Joe hätte es auch an die Bären bauen können, aber schlimm ist beides nicht. Also es ist wichtig, dass man so schnell wie möglich baut. Ja, guter Tipp, weil wir hatten schon eine Runde mit Daniel, der hatte das DC quasi am Holz gebaut. Da hat man gemerkt, dass er quasi ein, zwei Dorfbewohner hinten ist. Ja, also kann man auch machen, wenn man das Holz auch direkt sieht. Also wenn man durch die Gegend läuft, dann ist es schlecht. Ja, das andere das andere Problem war, dadurch waren seine Beeren so unfassbar weit weg, dass jeder Scoutwash einfach, die hätte super einfach wegfrühstücken können. Mhm. Bei beiden geht es jetzt auch ein Stückchen weit für zum Holzfällerlager halt. Aber bei beiden gefällt es mir eigentlich positionstechnisch schon ganz gut. Ich glaube, das kann man gut verteidigen, wie die es bauen. So ein bisschen in so einer Lücke drin. Ja, also beides ist jetzt hier quasi ein bisschen traditioneller gebaut, ist ja auch nicht schlimm. Und auf der Karte startet man ja mit diesen drei Hütten, sodass man erstmal keine Häuser aufbauen muss. Also das ist schon ganz nice. Das hilft bei vielen von uns, ja. was haben wir denn für ein Matchup hier? Neman gegen Byzantina. Beides eigentlich nicht so die Sifs, die ich auf der Karte erwarten würde, ehrlich gesagt. Aber das macht es vielleicht jetzt auch ein bisschen spannender, weil wir dann schlecht voraussehen können, was denn eigentlich der Plan ist. Gut, die Mongolen wurden ja schon gestrichen. Also. Ja, Mongolen sind super stark auf der Karte. Früher waren die Chinesen auf der Karte auch super stark, weil die mit dem Bonus Dorfwohner natürlich da starten, das Dorfzentrum schneller bauen und auch quasi dieses Problem nicht so haben, dass sie am Anfang keine Nahrung haben, weil man halt mit mehr Dorfwohnern noch startet, also man kriegt das viel schneller rein. Aber die wurden auf Nomadenkarten so ein bisschen genervt, sodass du diese zusätzlichen S kriegst, wenn du das Dorfzentrum gebaut hast. Aber trotzdem sind die Chinesen immer noch ziemlich stark auf der Karte. Wenn man also eine normale Karte spielt, dann fangen die mit 4 Dorfbewohnern also an? Also auf Arabien starten sie mit 6 Dorfbewohnern insgesamt. Okay. Von Anfang an. Und auf hier Steppe würden sie halt, ich glaube, man startet hier schon mit 6, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da würden sie halt dann nochmal 3 kriegen, sobald sie das Dorfzentrum fertig haben. Das ist schon nicht schlecht, ne? Okay, also, dass sie es erst dann bekommen, habe ich gar nicht gewusst. Also das haben die mal irgendwann genervt, weil die auf Normale so stark waren dadurch, durch diesen Bonus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber Byzantina finde ich, also ist jetzt auf keiner Karte so richtig übertrieben, aber auf keiner Karte schlecht. Also Byzantina hat mal wirklich auf alles eine Antwort. Von daher eigentlich, ich glaube, Byzantina zu nehmen ist nie falsch. Ich muss sagen, ich habe sie, glaube ich, erst einmal gespielt. Ja, das Coole ist, dass sie halt wirklich viele Technologien haben und dass die Trash-Einheiten weniger kosten. Also Plänkler und Speerträger. Das heißt, also im Zweifel machst du einfach jede Menge Trash und guckst mal, was passiert. Das klappt echt oft. mir gefällt auch Deso. Ich habe eben seinen Walling schon gelobt. Finde ich jetzt wieder sehr gut. Diese Map-Awareness nenne ich es mal. Ja. Dass er halt merkt, kann er die Häuser platzieren, um da langfristig eine Mauer zu bauen. Das ist sehr blau, finde ich auf jeden Fall. Kriegst gerade nicht hin, auf seine Perspektive zu schalten. Right-click. Achso. So, ich halte immer, um das zu sehen, Tab gedrückt, dann sehe ich nur, was er sieht. Ja, man muss aber trotzdem auf den Spieler klicken. Das war das Problem. Okay. Stimmt. Ja, nee, aber es gefällt, also er hat auch gut gescoutet, also ich muss sagen, das ist alles doch sehr gut von ihm auf jeden Fall. Aber auch Bazooka George schon sehr schön gescoutet. Auch bei ihm, jetzt muss ich doch auch nochmal sein Walling loben, die Häuser sind auf jeden Fall nicht schlecht. Beide haben die Häuser ein bisschen aus Reflex gebaut, glaube ich, weil gebraucht hätten sie noch nicht. Ja, das zweite jedenfalls nicht, aber es ist auf keinen Fall ein Fehler. Also es soll jetzt nicht so klingen, als würde ich es kritisieren. Es ist einfach die Build-Order, die man im Kopf hat und genau, die ist halt irgendwann verinnerlicht. Oh. Jetzt sind wir bei Deso. Beide spielen halt wirklich recht Standard. Bei Deso nochmal 2 Häuser. Er hat, wie gesagt, das mit dem Scouting nutzt er hier wirklich gut aus. Er hat halt gesehen, hinten, diese Wälder sind alle miteinander verbunden. Das heißt, von hinten kommt auf gar keinen Fall ein Angriff. Und er muss einfach nur vorne einmal alles zumachen und er bereitet sich jetzt schon recht gut drauf vor. Aber Bazooka Joe ist als erstes auf die nächste Zeit gegangen. Auch da bin ich sehr gespannt, was er eigentlich vorhat, weil Bemanen, also die wäre, auf die wäre ich in 100 Jahren nicht gekommen für die Map. Ich weiß jetzt zumindest nicht, was sein Beweggrund sein könnte, aber
ja, ist ein spannendes Sith, weil die man sieht die nicht ganz so oft, habe ich das Gefühl. Die Abtern ist auch ja, auf jeden Fall solide. Zwei Dorfbewohner Unterschied. Diesmal beide. Beide auch mit wenig Idle TC, ja. Also sehr sauberes Dark Age von beiden. Ja. Ganz schön lange bei Bazooka, ja, er hat es nicht ganz so einfach, aber gut, beide machen das jetzt, dass sie sich ein bisschen. Ja, also Bazooka John muss nach hinten ein bisschen mehr in den Wäldern mauern, aber an sich finde ich, spielen das beide schon ziemlich safe und ziemlich gut. Ich finde es interessant, dass Deso jetzt sich für das Forward Gold entscheidet. Er hätte hinten noch ein Sicherungs gehabt. Aber vielleicht wird er das so ein bisschen in der Hinterhand halten erstmal. Stimmt. Ja. Kommt denn eine Kaserne? Ja, bei Bazooka John kommt auch eine Kaserne. Ja, oben bei Deso auch. Interessant, keiner hat sich getraut, Rehe zu nehmen bislang. Mal gespannt, ob das mit mehr Militärpräsenz sich ändern wird, weil das ist eigentlich so ja, der Clou an der Karte. Wenn du mehr Präsenz hast, kannst du richtig schön Hand abgreifen. Aber ist auch natürlich gefährlich. Ne? Da kann der Gegner mit 1-2 Einheiten hinlaufen und dich die ganze Zeit nerven. So, erstmal der Stall bei Joe. Du hast gesagt, dass Deso hinten schon gescoutet hat und sie sehen hat, dass er eigentlich gar nicht angreifbar ist. Ja. Aber wenn man nachschaut, er hat oben noch gar nicht geguckt. Also da könnte es noch lang gehen. Achso. Anderen Stelle. Ja gut, auch. Dann hat er Glück, dann hat er das Glück des Untüchtigen in dem Fall, oder wie man es nennen möchte. Also er ist halt abgebohrt auf jeden Fall. Bei ihm geht's auf die Archery Range direkt. Ja, und gleich am Gold noch ein bisschen Wall. Okay. Und direkt die Sperrträger auch. Hat er denn eigentlich gescoutet, dass sein Gegner auf Scouts geht? Nein, so, ich glaube, oder? Doch, er hat den Stall gesehen tatsächlich. Oder? Nee, Quatsch. Ah, ich war jetzt in einer falschen Ansicht. Alles gut. Er hat den Stall nicht gesehen. Aber er macht einfach mal ein paar Sperrträger. Vielleicht will er auch einfach hier präventiv seinen Doppeltrash raushauen. Also auch noch mal ein paar Plankler jetzt machen. Bin gespannt. Obwohl, er ist auf Gold. Also eigentlich wird das keinen Sinn ergeben. Spät oder Sperrträger auf gut Glück. Das gibt's ja auch. Ja, vielleicht will er sich ja gleich danach vorne noch ein paar Rehe snacken. Ja, das und kann da gut braucht sein. Man auf jeden Fall welche. Ja. Okay, jetzt hat er aber die Scouts gesehen. Ja. Also es wird auf jeden Fall schwierig für Bazooka hier Schaden zu machen. Ich bin mal gespannt. Ja, Desus Pony steht im TC. Aber wird nicht bestraft. Ich sehe es noch nicht. Ach, da, ja, jetzt wird das sehen, weil er die. Er blockiert sogar den Bauplatz für das Tor. Er definiert das Meta neu. Und das ist eine schöne Einstellung hier. Ja. Währenddessen tanzt Bazooka so ein bisschen mit seinen Scouts an der bald stehenden Mauer herum, aber lässt sich von den Schwerträgern vertreiben. Also ich glaube, Deso wird hier alles abmauern und zwar sehr gemütlich. Und dann kann Bazooka Joe hier erstmal nichts machen, aber er ist auch bald abgemauert. Also, wobei. Also er macht das schon gar nicht so schlecht mit seinen Häusern da. Du siehst gerade, welche er baut auf der linken Seite. Aber das lässt ihn tatsächlich immer noch offen. Also man kann immer noch einfach ganz außen rumlaufen. Ja, unten durch. Ja, aber vielleicht baut er auch noch welche zum Karten dran. Wir bleiben dran. Er hat es an sich erscoutet, aber er weiß nicht, dass man da unten rumkommt. Ja. Was ich gut finde, dass Bazooka Joe auch schon wer ist es noch gleich? Brustgeschirr erforscht hat. Also er hat jetzt, normalerweise, wenn man Archer spielt, hat man da nicht so ganz die Ressourcen für. Aber er hat sich das jetzt doch nochmal geleistet. Aber er hat natürlich auch ein bisschen Ressourcen gespart durch seine billigen Plankler, Schwerträger. Dadurch sind auch bei beiden die Wirtschafts-Upgrades aktuell gleich. Bin auch mal gespannt, ob er jetzt mit dem Bogenschützen nächstes Mal raus will. Mit einer Schießanlage ist man natürlich produktionstechnisch ein bisschen langsamer unterwegs. Ich bin gerade fasziniert. Ich habe gerade mal unten geschaut. Idle TC hat Deso tatsächlich gerade mal 6 Sekunden, ist jetzt nicht die Welt, aber mal mehr. Ja, ist gleich auf. Aber eben erst recht. Im ersten Spiel war Deso extrem sauber, was das anging. Aber ich, also knapp, naja. Ich weiß nicht, wann könnte das passiert sein? Vielleicht, als sie damit den Sperrträgern und den Scouts ein bisschen gemicrot haben, das kann ja immer sein, dass bei sowas die Aufmerksamkeit anders liegt. Diesmal kommt bei Joe der Markt ein bisschen früher, allerdings treffen jetzt ein paar Bogenschützen auf die. Ich glaube, reinkommen werden sie trotzdem nicht, aber die Bären sind halt könnten theoretisch in Gefahr sein. Ist eigentlich dieses Gate hier gebaut worden? Ist es nicht? Es ist nervt zumindest mit Bogenschützen und Bazooka Joe kann erstmal nichts machen, er hat keine Schießanlage. Jetzt kommt die Schießanlage hinten. Es wird auf jeden Fall erstmal der Markt denied. Und die zweite Kaserne. Er hat es echt mit den Kasernen, ne? Hatten wir eben auch dieses Infanteriespiel. Dafür sind aber Bemahn wiederum keine schlechte Idee. Die haben nochmal plus 1 Angriff pro Zeitalter auf ihren Infanterieeinheiten. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, jetzt die doppelte Schießanlage. Oh, okay, jetzt kommt ein bisschen Panik tatsächlich. Ja, ist natürlich ungünstig, wenn er zwei Gebäude bauen will und der Markt ist schon mal. Ja. Ja. Ist auch lustig, dass die ganze Zeit sein Pferdchen hier bei Deso in der Woodline steht und das sich so ein bisschen anschaut. Keiner reagiert drauf. Naja. Stimmt.
um Zuschauer. Also, ja, wenn dieser Markt nicht denied worden wäre, dann hätte Bazooka Joe demnächst, glaube ich, schon die Ritterzeit anpeilen können, mit ein bisschen hin und her jonglieren von Ressourcen. Aber so, ja, es ist halt ein bisschen. Ich bin fasziniert, schwieriger. Dass seine ganzen Scouts anscheinend immer noch leben, außer jetzt vielleicht. Jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. Jetzt werden sie gepickt. Ja, jetzt ist einer. Immer noch keiner bei den Rehen übrigens. Also Deso könnte mit ein paar Sperrtrangels auf jeden Fall mal nach draußen gegeben. Gut, das war gerade der erste Kill, den wir gesehen haben. Oh, das stimmt. Ja. Eher eine passive Runde, was das angeht. Er klopft jetzt auch mit den Sperrträgern ein bisschen an die Mauern. Also ich finde es gut, dass er weiterhin mit den Bogenschützen hier den Markt denied, aber hätte mir besser gefallen, wenn er da früher irgendwo versucht hätte durchzubrechen. Er macht halt ein bisschen mehr Sturm tatsächlich. Hol jetzt auch die Schubkarre bei Bazooka Joe aktuell, das DC Idle. Vielleicht, jetzt musst du doch wieder drauf. Ich dachte, vielleicht will er doch einfach kurz ein bisschen Idle und dann hochklicken, aber war dann doch eher ein Versehen. Jetzt kommen erstmal die Plankler hier zu Verteidigungszwecken. Ohne Fletching allerdings. Aber ja gut, die machen ihren Job auf jeden Fall. Kickel. Ne, geht ja nicht. Na, aber knapp jetzt, war's. Wird das jetzt erstmal los? Ich finde das Tor immer noch so witzig. Das passt irgendwie nicht so richtig. Ja, das ist Architektur vom Feinsten hier. interessant ist bei Deso, er hat extrem viel Holz. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, ehrlich gesagt. Weil er hat gar nicht so viel davon. Oh, doch, halt 14. Aber trotzdem. Naja. Also er könnte wieder den guten alten Markt- und Hochklicken-Move machen. Einfach ein bisschen Holz verkaufen und sowas. Oh ja. Aber ich denke, Bazooka Joe wird zuerst hochklicken. Der hat vielleicht die Ressourcen. Ja, der ist auch gut. Er hat. Und da kommt auch der Markt von Deso als wäre ich ein Wahrsager. Ach, er hat den Markt hinten gebaut, sehe ich gerade, Joe. Ach, okay. Den vorne wird er nicht mehr fertig kriegen. Und jetzt snacken seine Plankler hier ein bisschen. Er kriegt keinen Kill. Er ist echt krass. Wir haben erst zwei Kills in dem Spiel. Das waren, glaube ich, beides Scouts, oder? Sehe ich das falsch? Oder vielleicht auch ein Dorfwohner dabei. Nee, war nicht. Kein Dorfwohner. Nee, ich glaube zwei Scouts tatsächlich nicht. Ja. Stark danach. Dorfbewohner sind so beide gleich auf. Trotz der Minute ja, unterschiedlicher Idle-Time. Und daran, dass der so auch die Schubkarre hat, genau. Ja. Ja. So, also beide sehr vorsichtig unterwegs. Bin mal gespannt, wie das hier weitergeht und was vor allem beide vorhaben. Also es gibt eine zweite Schießanlage für Deso und auch noch einen Stall. Stall vielleicht, um so ein, zwei Ritter zu machen, um die Plänkel aufzuräumen und dann weiter mit Bogenschützen. Er hat auch seine Armee erstmal so sehr subtil rechts neben der Basis von Bazooka geparkt und wartet da jetzt gleich auf seine Upgrades anscheinend. Ja, wahrscheinlich, weil da weiß, da ist der Goldspot. Ja, jetzt kommt bei Bazooka tatsächlich die Infanterie-Upgrades, also Defensiv-Upgrade, Offensiv-Upgrade, Schwertkämpfer-Upgrade und auch die Versorgung. Wie heißt das auf Deutsch nochmal? Versorgung, ne? Ja. Interessant, damit wird er gegen Armorschutz natürlich weniger Spaß haben und Scouts. Die letzten Scouts werden piekst. So, aber die Flankler holen sich jetzt, glaube ich, noch ein paar Bogenschützen. Oh ja. Oder doch nicht, nur einen. Und vielleicht das Gold? Ja, da werden sie nicht so viel Schaden, aber ich bin mal gespannt jetzt, was. Ein Ritter ist wahrscheinlich die Intention hier mit dem Stall gewesen. Bin gespannt. So, was passiert hier? Erstmal zwei TCs bei Bazooka. Interessant, immer noch diese friedfertigen Pferde, die einfach in der Eco chillen und jeweils den Spion spielen hier. Ja, aber oben wurde das Pferd schon eingebaut. Oh, immerhin, ne? Joes so, Pferd ist jetzt so quasi in. Ja, in das ist ein sehr edles DC von dem so direkt in einem Dreieck aus Stein und Gold. Ja, das ist super. Beste Spot ever hier. So, kommen jetzt hier die Armbrustschützen-Upgrades. Damit könnte er eigentlich die ganzen Plankler mal kurz wegsnacken. Also Armbrustschützen mit Botkin-Pfeil drauf. Killt der Plankler easy. Macht er jetzt aber erstmal nicht. Also ich glaube, dieser Move mit den Schwertkämpfern ist eher schlecht tatsächlich. Die kann er mit Armbrustschützen halt easy kontern. Aua. Ja, die Armbrustschützen sind ja noch 13. Wenn die Plankler die abräumen würden, dann könnte man nochmal drüber nachdenken. Ja, da müsste aber doch entsprechend Upgrades kommen. Deso jetzt auch aufs dritte TC? Mhm. Erstmal werden sich die Armbrustschützen hier durchfräsen. Auch die zwei Ritter kommen tatsächlich jetzt. Ohne Upgrades, aber es ist egal. Das können sie gegen normale Plankler, das ist ja easy. Jetzt müsste Deso reinlaufen. Guckt, ob woanders sind anscheinend. Halt kritisch werden für Bazooka Joe. Ich weiß nicht, ob er das hier Reward bekommt, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Also die drei Häuser da am Rand oder zumindest die zwei, ja. Vor allem die meisten Häuser kurz angehauen, also das wird schwierig. Aber er hat zwei TCs, also es ist nicht so, als ob er sich hier komplett schutzlos diesen Armschützen ergeben muss. Aber unten auch nochmal eine Wall. Würde ich... Ja, jetzt sind die Armschützen in der Ecke und überall kommt eine
Skirmisher? Die sind Micro und die Skirms sind alle tot, ne? Also es kommt Elite-Plänkler auch, aber bis dahin werden die meisten gestorben. Die Ritter, die Ritter. Und die Ritter kommen auch dazu, das ist sehr gut von Deso. Er sieht eher ein bisschen kritisch aus. Aber ich glaube, der Schaden wird sich in Grenzen halten. Also jetzt macht sich die kompakte Basis wieder bezahlt auf jeden Fall. Aber mit diesen Armorschützen allein, wenn die einfach hier stehen, dann sind die ganzen Felder liegen brach und er kann dieses eine Dorfzentrum auch behaken. Also die Dorfzentrum zumindest, die da stehen. Und Ballistik kommt jetzt hier auch rein beim, beim Desu. Und auch das Kloster hat er schon gebaut. Vielleicht will er auch so ein Semi-Fast im Spiel. Na gut, mit 13 CS eher nicht. Ja, bleiben wir mal gespannt. Ja, der Druck ist natürlich jetzt eklig, diese Gruppe einfach in Armbus schützen. Und das Pferd fällt. Oh nein. Doch, Zentrum hat das Pferd geflüchtet. Ja, ist unangenehm. Also jetzt diese Armee hier aufzuräumen, das, da muss er ein bisschen Armee aufbauen erstmal. Der gute Bazooka Joe. Und vor allem Micro, weil eben war schon nicht schlecht. Da sind die Archer zurückgelaufen. Ja. Beziehungsweise bin die gespannt. Ritter zurückgelaufen und gleichzeitig Archer vor. Also es hat das schon... Also ich vielleicht, also die, hier auf Schwertkämpfer zu gehen, ist jetzt nicht ultra schlecht, einfach weil der Boni gibt, aber gegen Armbrustschützen sind die halt echt nicht cool. Jetzt geht er mal drauf, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, er hat nur eine Defensive drauf. Jetzt gucken wir mal aufs Micro. Also müssen halt wirklich nur die Ritter einmal auf die Plankler laufen und die Armbrustschützen müssten. Na gut, die. Oder er geht einfach in die Eco, das geht natürlich auch. Da unten geht's durch. Okay, interessant. Da fehlt ein Haus. Aber ich glaube, da wird er tatsächlich einfach nur gefangen werden jetzt. Da kommt er nicht mehr lebend raus, bin ich sehr sicher. Weil jetzt hat Bazooka Joe auf jeden Fall auch genug Armee. Und die Plänkler, die bräuchten noch mal eine Reichweite mehr, würde ich mal so behaupten. Oh, die haben tatsächlich das wichtigste Upgrade im Spiel nicht. Jetzt gucken wir mal aufs Micro. Ui, das sieht sehr gut aus, was sie so da macht. Ja, die räumen die Ritter weg. Ja, ich glaube, das wird kein schlechter Fight tatsächlich für Deso, einfach weil er die Reichweite hat und weil er Ballistik hat. Also der Micro hat jetzt erstmal die Schwertkämpfer easy weg. Ja. Und da müsste er eigentlich, wenn er das merkt, dass er das den Reichweitenvorteil hat, dann könnte er die wegkiten einfach. Aber gleichzeitig kommt jetzt auch der Druck von vorne und das gefällt mir sehr gut, wie er jetzt hier aggressiv spielt. Ja, in der Mitte, er hat die Mitte, er hat außen die Zweier einfach geparkt am Gold. Da oben auch nochmal. Nicht schlecht, ja. Hat jetzt, Deso hat noch, der Super Joe meine ich natürlich, hat noch Gold tatsächlich. Und Micro hat sich hier die ganze Zeit einen Wolf, aber da er halt das, den Upgrade-Vorteil hat, ja, löst er das hier weiterhin recht easy. Sehr unangenehm für Bazooka Joe. Dann müsste er entweder mal jetzt, er könnte auch natürlich auch das defensive Upgrade holen, dann würde er das wahrscheinlich auch gewinnen. Hat aber gleich genug Steine für eine Burg, aber er kriegt schon mal eine Burg direkt vor die Base. Ja, und die, schon auch noch zwei Goldspots ab, das tut natürlich weh. Interessant, dass jetzt trotz Map Control Deso immer noch nicht jagt, aber vielleicht zu dem Zeitpunkt des Spiels nicht mehr ganz so ausschlaggebend. Oh. Jetzt wird unten nochmal. Jetzt kriegt er sie, glaube ich, die Armbrustschütze. Ja, jetzt hat er sie, ja, jetzt hat er aber auch eine gute Masse. Da würde sich, glaube ich, das Beigrund für Deso gar nicht mehr so krass lohnen. Interessant finde ich, er hat jetzt kommen die, wie heißt diese, Rammen tatsächlich raus für Deso. Ja, da ist der erste Rambo. Und wenn er ein bisschen mehr auf Gold packt, könnte er fast schon über Imp nachdenken. Er macht jetzt auch tatsächlich, er geht mehr auf Gold. Weil die Byzantiner ja billiger in die Dreierzeit kommen. Ein recht flexibler Bonus. Weiß er denn schon, dass es eine Burg gibt? Ich glaube nicht. Also eine Burg für den Gegner natürlich. Doch, weil jetzt sieht er es. Doch, die sieht er. Also ich glaube, sobald die schießt, sieht man sie, oder? Du hast recht, natürlich, ja. Ja, aber die Ramme, die macht jetzt den Offensivmarkt kaputt. Ja gut, er hat ja noch den Backup-Markt hinten, ist kein Problem. Ja. Mittlerweile auch. Achso, das erste defensive Upgrade hat er auch nicht gemacht, sehe ich gerade. Also jetzt kommt erst das erste defensive Upgrade für Schützen bei Bazooka Joe rein. Kein Wunder, dass die anderen Schützen so gut traden konnten. Ja, bisher sind eigentlich nahezu nur Armbrustschützen auf der Karte von Deso. Ja. Also er hat jetzt mittlerweile plus 1 defensive auf den Rittern. Das heißt, er könnte ja. Und er hat auch mehrere Ställe gebaut, also er hat auf jeden Fall was vor. Denn er geht auf jeden Fall nicht in die Freizeit, denn er hat jetzt den ganzen Nahrung mit dir. Oh doch, da ist sie. Ich habe mich echt gewundert, ob seine Nahrung weg war, aber er ist ja auf dem Weg in die Freizeit. Dann wird es auf jeden Fall haarig über Bazooka Joe, weil er dann mit den Traps auch loslegen kann. Und leichte Kavallerie kommt jetzt auch dazu. Als Konter gegen die Plankton natürlich. Ja, was kann
Ja. Joe machen. Wir holen jetzt erstmal Verritter, die haben leider noch keine Upgrades drauf. Das ja, ist gegen Amos schon eine schlechte Idee. Oh ja, ich wollte erstmal die Burg rein. Hast du da so vorgegangen, während du im Burgfeuer bist? Nee, also vor allem, wenn man das Defensive Upgrade nicht hat, das tut echt weh. Da geht seine Armee halt recht billig drauf. Unser Gegner hat Ballistik, das macht halt noch doppelt schlimm. Aber was er jetzt gemacht hat, gefällt mir gut. Dass er nach vorne geht, um die Verstärkung abzufangen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, er muss halt auch irgendwie raus aus dieser defensiven Position, aber er läuft das noch vor. Nee, jetzt doch, jetzt wurde er. Und in seiner Welt, also ich glaube, Bazooka Joe ist so ein Typ, der mag einfach Infanterie. Ich glaube, daran liegt. Er baut jetzt hinten nämlich jede Menge Kasernen. Das stimmt. Und sobald jetzt hier gleich Abalesten auf dem Feld sind, sehen die noch älter aus, als gegen die Armeeschützen. Also, ich glaube. Aber währenddessen killt er jetzt die ganzen Goldarbeiter hier, ne? Das war nicht schlecht. Ja, Joe, sein Lieblingsvolk ist, glaube ich, derzeit unter anderem die Inka. Aha. Ja, also das sagt schon viel über Infanterie und Evils. Ja. Ach, deshalb hat den so die auch immer so gebannt. Ja, die Burg? Was sagst du zu der Burg? Ja. Die wird nicht lange da bleiben. Wenn sie überhaupt hochgeht. Ja, gut, das Death-Totter wird es einigermaßen schützen, aber da wird halt gleich ein Trepp am Start sein. Und jetzt haben die ganzen leichten Kavalleristen natürlich hier gefundenes Fressen für sie gefunden. Die ganzen Fakter werden abgeräumt. Ja. Ja, macht diesen schon super, also. Ja. Er hat doch alles so viele Möglichkeiten hier für sehr zügig eine Antwort. Ja. Da ist. Ja, und es kommt auch direkt das Oh-Boy. Oh-Boy. Oh-Boy könnte so eine Art GG sein. Also, das Trepp. Also, jetzt bleibt es komplett. Und er macht es genau richtig. Nee, das gefällt mir sehr gut. Das Oh-Boy ist, glaube ich, wegen Imp. Ja, ja, meine ich ja. Aber das ist, ich meine, das ist so, geht so in Richtung GG. Bald, nehme ich mal an. Was ich gerade sagen wollte, also der. Jesu hat erstmal Chemie und Abalestschütze gedrückt, bevor er das dritte Schmieden-Upgrade holt, das er jetzt erst holt. Das ist insofern schlau, weil Chemie einfach mega lang braucht. Also man kriegt das, das machen Profis echt oft, dass sie erst Chemie holen, bevor man da quasi gleichzeitig mit einem fertig wird. Und jetzt hat er halt die voll upgegradeten Abalestschütze, da kannst du in der Ritterzeit eigentlich nicht wirklich viel mehr dagegen machen. Oh, oh. Sieht leider schlecht aus für Joe. Ich meine, die Burgen stehen zwar schön, aber ihm fehlt jetzt einfach irgendwie was, um den Peacock nochmal loszuwerden. Ja. Wenn es muss ein paar Scouts werden, aber es ist schwierig. Dahinter ein 30er Block Arbalesten. Er geht jetzt auch mit seinen, irgendwie mit seinen Pikinieren vor, um mit seinen. Ich weiß nicht, was er davor hat. Vielleicht war es ein Missklick. Ah, ja, scheint ein Missklick gewesen zu sein. Also, was er jetzt an Armee los schickt, das stimmt alles, garantiert. Das kann er knicken. Gegen Arbalestschützen mit allen Upgrades. Ja. Und der weiß ja, dass die leichten Kavalleristen auch noch im Feld sind. Boah, ehrlich nicht versuchen. Ja, ich glaube gerade, das ist mehr so eine Verbreifungstat. Ja, Last Stand und der SMG. Ja. Ja, damit ein recht souveränes 2-0 von Jesu. Auf jeden Fall. Hat er wirklich super runtergespielt. Verdienter Sieg, ja. Ja, das stimmt Fall. Wohl. Ja, sehr souverän. In beiden Spielen sehr sauber gespielt. Tja. Ja, verdienter Turniersieger in diesem Fall. Auf jeden Fall hat er die erste Gruppe schon ordentlich dominiert hier, ja. Okay. Tja, ich habe gehofft, dass Joe nochmal zurückkommt zwischendurch wieder. Aber ja, Deso hat einfach alles eine Antwort und vor allen Dingen sehr zügig. Zwischendurch finde ich immer, hat er so ein kurzes. Würde ich sagen, wo er dann seine Eco macht und so ein bisschen seinen Militärdruck so kurz nachlässt. Ja, stimmt. Also manchmal lässt er kurz einen Moment nach, aber er hat eigentlich nie, war eigentlich nie so wirklich unter Druck, sage ich mal. Ne? Also er hat eigentlich immer gut unter Kontrolle gehabt. Ja. Gut. Ja, wir wissen aber, dass wir noch eine dritte Runde trotzdem sehen, weil einfach weil die zwei Lust hatten. Okay. Also, achso, ich muss oben mal anklicken. 2-0. Ja, ich hatte vorher noch mit Tibor geredet, der hat mir gesagt, die haben, soweit er weiß, trotzdem eine dritte Runde gespielt. Also schauen wir uns hier noch an. Das ist, haben wir zwar schon unseren Sieger, aber vielleicht haben wir ja ein 2-1. Dann ist es ein kleiner Sieg. Richtig. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.